Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest den im Video verwendeten SNR ABS-Sensor als Link in der Beschreibung. Die klassischen Symptome eines defekten ABS-Sensors sind das Erscheinen der Warnleuchte ABS-ESP im Kombi-Instrument und nach einer Fehlersuche mit Hilfe eines Diagnosegerätes meldet sich ein Problem mit dem Geschwindigkeitssensor des Vorderrads. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die vorderen ABS-Sensoren an deinem Fahrzeug auszutauschen, musst du die Vorderseite des Fahrzeugs anheben und die Räder entfernen, damit du vollen Zugang hast. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial «Deinen Wagen sicher anheben» anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Richte die Lenkung nach innen aus, das erleichtert den Vorgang. Nun kannst du den ABS-Sensor sehen. Hebe mit einem Schlitzschraubendreher die Lasche des ABS-Sensoranschlusses an und entferne sie dann. Damit du möglichst große Chancen hast, die Halteschraube des ABS-Sensors zu entfernen, schlage einen 5 mm Inbusseinsatz mit einem Hammer ein, um die gesamte Tiefe der Vertiefung zu nutzen. Löse dann die Schraube. Der ABS-Sensor ist sehr oft an seinem Platz festgeklemmt. Nutze ruhig ein Kriechölspray, um seinen Ausbau zu erleichtern. Versuche dann, mit Hilfe einer Zange, ihn mit kleinen Hin- und Herbewegungen zu lösen. Trotzdem kommt es sehr häufig vor, dass der Sensor in seinem Gehäuse zerbricht. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir dir, unser Video anzusehen, das Vorderachsenlager am Golf 6 wechseln, in dem du siehst, wie du Zugang zum kaputten Teil des Sensors bekommst und den Sensor einfach und sauber ausbauen kannst. Bevor du den neuen Sensor einsetzt, empfehlen wir dir, die Stelle mit einem feinen Schleifpapier und Druckluft gründlich zu reinigen. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest den im Video verwendeten SNR ABS-Sensor als Link in der Beschreibung. Nimm dir den neuen ABS-Sensor zur Hand. Setze ihn an seinen Platz ein. Schraube ihn dann wieder an. Sprühe ruhig etwas Kontaktreiniger auf die Anschlüsse. Schließe dann den Sensor wieder an. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!